Willkommen, mein Name ist Wolfgang Riedel und ich stelle euch heute die Aromapressur vor. Die Aromapressur ist eine Kombination aus Akupressurpunkten mit ätherischen Ölen. Die Akupressur kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin und wird seit jeher zur Prävention eingesetzt und wirkt harmonisierend auf Körper, Seele und Geist. Ätherische Öle sind die komprimierte Wirkkraft einer Pflanze. Und als Beispiel ein Tropfen Pfefferminzöl. Wenn du die Wirkung eines Tropfen Pfefferminzöls in ein Äquivalent von einem Tee sehen würdest, dann müsstest du 28 Tassen Pfefferminztee trinken, um die gleiche Intensität und Wirkung eines Tropfen Pfefferminzöls zu haben. Das System der Aromapressur habe ich zusammengestellt, um eine Balance in unserem Wesen und eine Harmonisierung auf den verschiedenen Ebenen, emotional, mental, vielleicht auch sogar spirituell, das ist immer so ein bisschen schwierig, genau zu definieren, wo es wirkt und wie es wirkt. Es ist eine wunderbare Methode, um in die Selbstfürsorge zu gehen und sich zu unterstützen. Heute stelle ich euch die Kombination von der Zypresse vor. Die Zypresse ist ein ätherisches Öl, das den Fluss des Lebens in uns wieder kreiert. Es gibt ja öfter mal so Situationen in unserem Leben, wo wir stagnieren, festgefahren sind, wo wir Knoten im Hirn haben und so gar nichts mehr geht und wir auch vielleicht so ein Gefühl von Glocke haben, ne? Lord Helmchen und nichts geht mehr. Zypresse kreiert einen energetischen Fluss, unterstützt uns, stagnierte Energien im Körper wieder ins Fließen zu bringen. Zypresse wirkt auf unseren Herz und auf unseren Verstand und erzeugt dort eine Form von Flexibilität. Zypresse hilft uns, unsere Vergangenheit zurückzulassen. Und das ist eine wunderbare Form, denn wenn wir uns immer wieder an der Vergangenheit festhalten, kommen wir einfach nicht in unsere Zukunft. Sprich, wir kommen nicht in unser Leben. Der Akupressurpunkt Dickdarm 11 ist am Ende der Ellenbogenfalte in dieser Vertiefung. Dickdarm 11 stärkt bzw. tonisiert unser Metallelement. Das Metallelement hilft uns loszulassen, hilft uns, Struktur in unserem Leben zu bringen. Das Metallelement hilft uns, das Wesentliche hervorzubringen und erzeugt Klarheit. Metall können wir uns wirklich so vorstellen wie ein Schwert oder ein Messer. Und überall dort, wo der Baum einfach wilde Äste hat, wo er nicht weiterhin wachsen soll, schnipp, schnipp, kommt die Schere oder das Messer und bringt diesen Baum wieder in seine Form. Und damit dann auch letztendlich dorthin, wo er die meisten Früchte trägt. Für die Anwendung, die ist recht simpel und einfach. Ich empfehle immer erst ein neutrales Basisöl auf den Akupressurpunkt zu geben, weil viele weil manch einer reagiert hautsensitiv auf bestimmte Öle und Zypresse kann das hervorrufen. Also bringt einfach etwas neutrales Öl auf den Punkt Dickdarm 11 und dann nehmt euch euer Öl. Ich empfehle einfach nur die Flasche einmal umzukippen und dann diesen Punkt hier mit diesem Öl einzumassieren. Die Frage, die sich dann immer wieder stellt, ist, wie lange oder wie stark stimuliere ich diesen Akupressurpunkt? Das ist Gusto. Das ist also dir selbst überlassen, vor allem was die Intensität betrifft. Spür und fühl in dich hinein, was sich für dich stimmig anfühlt. Keiner von außen kann sagen, du musst genau diesen Druck erzeugen oder du musst in diese Tiefe gehen. Meine Empfehlung ist, mindestens eine Minute lang diesen Punkt zu halten, zu akupressieren, zu massieren und dabei die Augen zu schließen und in dich hineinzuspüren, was geschieht.
Akupressurpunkte mit dem ätherischen Öl zusammen, die Aromapressur, solltest du ungefähr 3 bis 4 Mal am Tag anwenden, um einen effektiven Effekt auf den Körper zu spüren. Die Emotionen werden balanciert und der Geist wird geklärt. Ich wünsche euch viel Freude dabei, genießt es, auf Wiedersehen und bis bald.